UEFA Champions League wird präsentiert von YouTube, Van Bergen, dem Fußballmanager 13 Let's Play und MMOZone.de. Viel Spaß! Jetzt hier erstmal mit einem kleinen Special, nämlich das Finale der Champions League, und das hat noch ein bisschen mehr Prestige, denn FC Bayern München spielt gegen FC Barcelona und die Münchner führen 1:0 nach 2 Minuten mit dem neuen Meistertrainer. Sehr schön, sehr schön. Wir sehen aber, wir haben ein kleines Problem, wir werden schon festgestellt haben, und zwar sind wir ja gar nicht. Wir sind ja gar nicht in der Allianz Arena, aber trotzdem hat das Spiel das so festgelegt, dass die Heimmannschaft, hier an der Stelle natürlich FC Bayern München, mit der heimischen Hymne einsteigt, beziehungsweise, oh, Riesending jetzt hier für Barcelona. Ich will noch ein paar Worte loswerden, bevor wir dann wirklich ins Spiel reingehen, aber es geht so, so schnell los hier und beide Mannschaften sind so auf Zack, dass ich gar nicht dazu komme. Also es ist ja die Saison, in der Pep Guardiola bereits bei den Münchner ist. Gerade eben haben sie noch die Meisterschaft auf dem letzten Drücker verloren gegen uns, gegen den Hamburger Sportverein zu Hause, und das wollen sie jetzt wettmachen mit dem Sieg der Champions League im Jahre 2013-14. Demnach wären sie, glaube ich, in den letzten 6-7 Jahren dreimal im Finale gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nämlich jetzt nicht, wer im letzten Jahr hier bei uns zumindest im FM13 im Finale der Champions League stand. Jetzt hier Sanchez auf Reis in die Mitte für Lionel Messi, und Boateng klärt da ganz souverän. Ja, also wie gesagt, es ist die Saison, in der Pep Guardiola, der Barcelona-Trainer, der glorreiche, der für mich auch ein bisschen jetzt überbewertet wird im Zuge der ganzen Berichterstattung rund um den Transfer bzw. die Verpflichtung von München. Er muss erstmal unter Beweis stellen, ne? Ob er das auch in einem anderen Verein, weil was für ein Spielermaterial hat er denn bitte gehabt bei Barcelona? Das ist ja nicht irgendwie so ein Hinterweltsverein oder Hinterdörfler, sondern das sind ja alles megamäßige Weltmeisterspieler, ne? Ganz klar. Also ein Lionel Messi, viermal, glaube ich, ist er geworden jetzt, zum besten Spieler des Planeten gewählt. Und dann natürlich noch Iniesta und Xabi Alonso, und er hat so viele gute Spieler gehabt all die Jahre hinweg, und das ist natürlich die große Frage, kann er das auch jetzt hier eben bei den Münchnern im kommenden Jahr unter Beweis stellen, dass der Verein als solches ganz solide aufsteht und wahrscheinlich richtungsweisend für den Wechsel gewesen ist, ist klar. Ich meine, welcher andere Verein in Europa ist denn bitte so gesund wie der FC Bayern München? Es geht einerseits darum, in der Jugendarbeit, aber natürlich auch finanziell, oder man muss eigentlich, das Finanzielle muss man beim FC Bayern München immer ganz, ganz weit in den Vordergrund rücken. Kein Verein in der Welt ist so, wie gesagt, so gesund, finanziell so schlagkräftig und wirtschaftlich gut aufgestellt, dass man ihn vergleichen könnte mit einem anderen Verein. Ganz klar. Also das geht aber, wie gesagt, das Finanzielle und das Sportliche sind ja meistens immer zwei Paar Schuhe, auch wenn das eine mit dem anderen beim Fußball häufig gleichgestellt wird. Hast du einen reichen Investor, hast du auch Erfolg, sagt man sich so, aber man sieht es ja auch bei Man City, dass es eben nicht so gehen kann. Bei Chelsea hat es funktioniert, aber auch, wie lange hat es gedauert? Das war ja auch ein riesenlanger Prozess, bis sie dann wirklich den ersten richtig großen Titel, nämlich die Champions League, gewonnen hatten. Mit ein wenig Glück muss man dann sagen, die bessere Mannschaft war nach wie vor immer noch der FC Bayern München im Finale der Champions League 2011 und 12. So, meine Lieben, Piqué, Gomez, nächstes Riesending hier, versetzt die Abwehr der Katalanen gleich mal hier unter Druck. Das ist Cesc Fabregas, der spanische Weltmeister. Ebenso wie David Villa, und jetzt hier der Argentinier, Messi, der Flo in der Mitte mit Villa im Zweikampf. Aber Schweinsteiger, der Aufräumer, passt auf, Messi ist durch, Messi! Oh! Das lässt er sich normalerweise nicht nehmen, so eine Riesenchance. Allein vom Tor, allein vom Manuel Neuer, und da kannst du 3 Meter groß sein, seine Bälle zu halten. Das ist eine ganz, ganz eigene Liga, nahezu unmöglich. Gomez
Nicht umsonst hat er ja über 100 Tore gemacht in einer Saison, ne? Das wissen wir ja alles. Da erzähle ich euch ja nichts Neues, da seid ihr bestens informiert, welche Superlative Lionel Messi aufgestellt hat. Ganz klar. Aber wir wollen mal reinschauen, hier 41 Minuten gespielt, die Münchner führen nach wie vor. Und ich gönne es ihnen ja, jetzt nach der verlorenen Meisterschaft, das vierte Jahr ohne Meisterschaft, das wäre für mich als Bayern-Fan ja ein Unding. Ich gehe ja davon fest aus, oder ich rechne ja fest mit der Meisterschaft in diesem Jahr, also sprich in unserem aktuellen Schaltjahr 2012, 2013. Und da schauen wir mal, Messi im Dribbling, Bart Stuber, ja, gut gemacht. Beweist hier auch ein wenig Qualität und erobert den Ball. Mandzukic. Ah, da wird er gelegt. Auf der rechten Außenlinie. Und wieder mal Einwurf, beziehungsweise Freistoß für die Münchner. Einwurf gibt's. Mandzukic. Jetzt da wieder bei der Reingabe, schnelle Reingabe von Toni Kroos, dem aktuellen Superstar. Ich meine, 2 Jahre sind mittlerweile vergangen und er bewegt sich hier in einer Sphäre. Toni Kroos, absoluter Weltspitze, darf sich hier vergleichen mit ganz, ganz großen Spielern. Das sehen wir ja auch in den Statistiken rund um den wertvollsten Spieler. Er hat es hier im FM13 weit gebracht, Toni Kroos, ob er noch zu halten ist, wenn sie heute wieder die Champions League verlieren, das ist fraglich, das ist ganz, ganz fraglich. Aber momentan sieht es ja richtig gut aus für die Münchner, um Europas Thron endlich einzunehmen und den so lange ersehnten Titel endlich zu gewinnen. David Villa gegen Schweinsteiger, gut, er bringt den Ball in die Mitte, Messi, Ausgleich in der 50. Schweinsteiger geschlagen auf links und Lionel Messi, diesmal lässt er da keine Zweifel übrig, macht das Ding im 16-Meter-Raum ganz souverän, richtig stark, das Tor von Lionel Messi. Das Stadion sieht so ein bisschen aus wie, ich möchte sagen, die Arena von Real Madrid, ich komme jetzt, Bernabeu, ich kam gerade eben nicht auf den Namen des Stadions, aber gute Möglichkeit jetzt hier für Gomez, aber es müsste Abseits geben, oder? Oh. Grätscht da beinahe noch Valdez um. Das Spiel bleibt also spannend. Das Champions League Finale, die Entscheidung ist noch ein bisschen vertagt. Also ist ja vertagt. Wir haben noch ein paar Minuten. Mal gucken, ob die Münchner sich jetzt nochmal aufbäumen können. Gegen die spielstarken, dribbelstarken und natürlich sehr erfahrenen Katalanen aus Barcelona. Ich bin gespannt. Dani Alves rüber. Sanchez hat den Platz und wieder ist Messi in der Mitte. Messi, Neuer muss da retten. Super Tat, Weltklasse-Tat von Manuel Neuer. Riesending. Und Ribéry jetzt auf links. Ribéry gegen Alves. Gut gemacht, Ribéry, wie wir ihn kennen, als Flügelflitzer auf der linken Seite. Ribéry bringt den Ball rein, aber Dani, Victor Valdez holt sich den Ball, pflückt ihn da ganz gekonnt runter. Schade eigentlich. Das ist Boateng. Auf Toni Kroos, wieder rüber, auf Ribéry. Nochmal Ribéry im Dribbling, jetzt wieder gelegt. Ihn kann man ja auch, wie so viele dribbelstarke Spieler, nur mit einem Foul vom Ball trennen. Sieht man, diesmal gab es keinen Foul, sondern die Münchner hier ganz in Weiß. Jetzt mit einer Möglichkeit. Reicht nicht ganz. Bisschen zu spitz. Die Hereingabe. 67 Minuten sind gespielt. Mandzukic jetzt nochmal. Wieder eine weitere Hereingabe auf Gomez. Aber jetzt mit den weiten Bällen kommen sie auch nicht. Sie müssen jetzt versuchen, ihr Spiel aufzuziehen. Da in die Zweikämpfe müssen sie rein. Und dann ganz souverän eben ihre Stürmer, ihre Offensivkräfte in Szene setzen. Arjen Robben scheint ja immer noch verletzt zu sein. Fehlt also. Also ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselspieler, wenn man so sagen darf. Fehlt in der Aufstellung der Münchner. Toni Kroos rüber. Auf Franck Ribéry. Ah, er wird schon wieder gelegt. Diesmal gibt es aber Foul. Von Sanchez hier. Zum Erdboden geschickt. Jetzt kommt Timo Schuck, eine Einwechslung, die man ja eigentlich fast gar nicht nachvollziehen kann. Ein alterner, trotzdem erfahrener Spieler, ganz klar, aber kann er jetzt hier Akzente setzen? Möglichkeit, Timo Schuck, er versucht mal direkt. Auch eine Variante. Aber ich denke mal, er geht ihm ja so ein bisschen die Qualität ab. Jetzt aber riesige Möglichkeit für FC Barcelona. Auf rechts, lieber Sanchez, der bringt ihn nochmal rein, aber Schweinsteiger passt auf. Traut sich dann nicht, alleine weiterzugehen. Und Schweinsteiger klärt. Ah, wieder Dani Alves. Es bleibt hier erstmal beim 1:1. Aber die Münchner müssen aufpassen. Die Katalanen brauchen nicht viele Möglichkeiten, um eben ein Tor zu machen und die Entscheidung zu erzwingen. Mario Gomez! Oh, er zieht vorbei. Ein wenig. Er hat ja auch so ein wenig Spanisches. Ich glaube, seine Mutter ist Spanierin. Sein Vater ist Deutscher.
Also ein bisschen weltmeisterlich wirkt er ja teilweise, wenn er dann auf dem Platz steht und ganz souverän die Buden macht. Er steht ja auch immer wieder in der Kritik, wenn er nicht trifft, weil er ja ein ganz, ganz eigener Spielertyp ist. Also ein Stürmertyp nicht zu vergleichen mit den, sag ich mal, den Stürmern, die viel Aufwand betreiben müssen, um ein Tor zu erzielen. Ganz im Gegenteil, er hat einfach diese Übersicht, er hat diese, ja, diese Cleverness und natürlich die Technik am Ball, die Schusstechnik, um aus wenig Möglichkeiten viel Tor zu machen. Und das stellt er immer wieder unter Beweis. Nichtsdestotrotz kommt es halt auch nicht von ungefähr, dass er eben schon so oft getroffen hat für die Münchner. Und stets ein Händchen auf die Torjägerkrone hat, ganz klar. Mario Gomez, ein ganz, ganz großer Spieler. Die Kritik ist meines Erachtens da überhaupt nicht angebracht. Er stellt es halt auch mit Fakten und Zahlen unter Beweis. Vorsicht! Kein Foul. Gut gemacht. Der Defensive von München. Jetzt nochmal. Versuchen wir es nochmal. Über Ribéry auf links. Komm schon, Ribéry. Komm schon. Gegen Alves verliert er den Ball. Es gibt wieder Foul. Lässt den Fuß da stehen, Dani Alves. Der Rechtsverteidiger vom FC Barcelona. Und es ist bereits die 89. Minute. Können die Münchner hier eine Entscheidung in letzter Minute erzwingen, wie 99 vielleicht es damals Man United geschafft hat? Wir schauen mal rein. Ribéry mit dem Freistoß. Ribéry, der Ball kommt gut. Das war Zug. Timo Schuck ist da, nicht Mandzukic. Timo Schuck war es mit einer Direktvolley-Abnahme. Einen halben Seitfallzieher hat er da gebracht. War eine riesengroße Sache. Rettungstat auch hier von Valdez. Das war stark. Vorsicht, Messi, nein, Tor, wer war das denn? Muniain war das mit einem Sensationstor. Dieser Pass kam so haargenau und Manuel Neuer stürmt heraus. Und dann dieses schöne Tor ist die Entscheidung für den FC Barcelona in der 93. Minute. Und die Münchner müssen sich erneut geschlagen geben. Es ist so ärgerlich, es ist so traurig für die Münchner. Sie verlieren erneut nicht nur die Meisterschaft, sondern auch das Champions-League-Finale gegen den großen FC Barcelona. Da ist er, Philipp Lahm, nach wie vor ohne Titel. Sie haben ja noch Hoffnung, vielleicht 2014 jetzt im Sommer die Weltmeisterschaft, aber die Zeichen stehen erneut sehr, sehr schlecht. Verlierst du die Champions League, verlierst du große internationale sowie nationale Titel kurz vor Schluss, fehlt dir das Selbstvertrauen, um in ein so großes Turnier zu gehen, wie eben die Weltmeisterschaft. Wir drücken weiterhin den Jungs die Daumen, schauen natürlich auch noch rein in die Weltmeisterschaft, wie es da läuft, wer da gegen wen spielt und ja. Ich bin gespannt, meine Lieben, das ist das dritte Mal, dass wir uns die Weltmeisterschaft 2014 bereits in einem Fußballmanager-Let's Play angucken. Ne? Ihr kennt es ja alle Jahre wieder und wir werden es uns wahrscheinlich noch einmal angucken, wenn der FM14 kommt. Sollte er dann kommen, noch ist ja nichts angekündigt, aber ja, aber jetzt noch mit den Gedanken nochmal hier bei der Geschichte. Sie verlieren auf, ja, kurz vor Schluss in der 90. verlieren sie es durch ein Traumtor, ganz klar. Das war Qualität pur, was da Barcelona am Schluss hat aufblitzen lassen. Und sie verlieren erneut. Nicht nur die Meisterschaft, nicht nur die neue deutsche Meisterschaft. Und jetzt sind sie umso gieriger natürlich. Da wird viel passieren im Sommer. Und nach der Weltmeisterschaft wird auch wahrscheinlich viel eingekauft, dass der FC Bayern München endlich wieder zurück ist. Nicht nur in der deutschen Liga ganz weit oben, sondern auch, wie gesagt, im internationalen Vergleich. Sehr schade, sehr traurig, hätte es ihnen gegönnt. Aber das ist Fußball. Du kannst es nicht erzwingen. Und wenn du eben nicht die richtigen Jungs auf dem Platz hast, die es dann eben durchziehen, passiert's. Bis dann. Bis gleich, meine Lieben. Im Nachbericht gibt es ja nicht. Wir gehen jetzt zur Richtung Weltmeisterschaft, natürlich zum Saisonwechsel, Saisonübergang. Bis gleich.